Leute und herzlich willkommen auf dem Kanal der Fischer Academy. Ich bin Emma Sophie und ich werde heute meine praktische Vorprüfung hier absolvieren. Wartest du mal bitte. War das nicht die Ampel? Schau mal nach links. Guck mal auf links. Oh. Ja. Nein, machen wir wieder aus. Aus. Achso, da die Auswahl. Du führst uns hier aber auch in die schönsten Ecken Geras, Franzi. Mhm. Wir wollen der Vorfahrtsstraße folgen. Achso, der Vorfahrtsstraße, genau. Sorry. Ja. Mir geht es eigentlich persönlich darum, dass ich mit dem Gefühl von einer praktischen Prüfung konfrontiert werde. Lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir fahren jetzt gemeinsam deine Vorprüfung. Ja. Ist nicht anders, als wenn du jetzt normal am Donnerstag deine Prüfung fahren würdest. Ich sag dir immer rechtzeitig rechts, links an. Sage ich nichts, geht's geradeaus. Außer Verkehrszeichen verbieten wir es. Dann guckst du bitte, wo du langfahren kannst, ansonsten fragst du mich. Okay. Wenn irgendwas unklar ist, immer nachfragen, das ist kein Fehler. Ne? Mhm. Solltest du mal den Fahrstreifen nicht wechseln können, wenn ich irgendwo abbiegen möchte, dann fährst du einfach weiter, wird auch nicht als Fehler bewertet. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück. Dankeschön. Und dann bitte nach links. Auch eine lustige Kreuzung hier mit dem. Okay. Naja, die haben kein Vorfahrtgewehr da stehen. Also ist es eigentlich eine Ausfahrt. Aber man kann es ja auch so wie Straßenteil betrachten. Wir wollen der Vorfahrtsstraße folgen. Achso, der Vorfahrtsstraße, genau. Sorry. Ja. Anzeigen, wo du hin willst. Ich habe es irgendwie ganz falsch verstanden. Achso. Die nächste wollen wir dann bitte nach links abbiegen. Das wäre, glaube ich, so eine Stelle für einen Peter. Mhm. Aber manchmal vermisse ich Schule schon. Ja? An manchen Tagen, ja. Auch nur die Stunden mit Annette, also die Tage, oder? Mhm. Technik tosten die irgendwie. Ja. Dann wartest du mal bitte. War das nicht die Ampel? Schau mal nach links. Guck mal auf links. Oh. Hm. Ungünstig. Ja. Sehr ungünstig. Wenn du, wenn du da fährst. Ich habe die Ampel, ich habe nur die oben gesehen. Ach so. Aber ja, die hat auch einen Fall. Die, ja, und die rechte ist grün geworden, ja. Da war ich unsicher. Jetzt darfst du. Die nächste bitte nach links. Suchen uns bitte eine geeignete Stelle zum Umkehren.
Okay, das Umkehren war in Ordnung. Wir fahren dann bitte rechts weiter. Aber lohnt es sich, auf den Rummel zu gehen dieses Jahr? Lohnt sich noch nie, ja. Das stimmt. So, wenn du es genau betrachtest, oder? Das ist bestimmt wieder alles gleich, oder? So wie jedes Jahr. Oder? Ja, na, Breakdance. Das ist ein komisches Ding, was an der Wand hoch und runter fährt. Kann ich schon sagen. Nach links, dann bitte weiter bei der Ampel. Okay. So ein hübsches Lichtzeichen. Und ihr habt da nur den, also was heißt nur, diesen Backfisch? Da, wo meine Mom arbeitete. Okay. Habt ihr noch was anderes? Nee, die, ach ja, die haben noch ihren Treifer da stehen. Okay. Diesen Stand mit diesen, wo man so diese Münzen reinstecken kann, dann fallen die so runter, ja, und das fährt immer so vor und zurück und so. Mhm. Da war ich mal süchtig nach. Ach nein, ich halte nichts vom Glücksspielen. Also was heißt süchtig? Ich habe das mal irgendwann 14, 15, 16 oder so, habe ich das so gern gespielt. Ganze Taschengeld für ausgegeben. Und viel älter bist du ja jetzt auch nicht, oder? Lass dich nicht in den Weg gehen. Zwischen die zwei silbernen vorwärts bitte einpacken. Okay. Hast du das schon gemacht? Ja. Ja, ne? Ja. Ich glaube schon. Also ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Du führst uns hier aber auch in die schönsten Ecken Geras, Franzi. Das ist eine richtige Stadtrundfahrt. Mir gefällt es auch immer sehr. Was ist das vorne? Guck mal da. Ja, stimmt. Das habe ich vergessen. Ach so. Nach dem Wochenende kann das schon mal sein. Ja. Ja. Bist du zufrieden? Ich kann irgendwie nicht so ganz einschätzen, ob ich noch zu weit draußen bin. Das ist eine gute Frage. Weil es so piept und es... Geht eigentlich. Ja, ja. Deine Größe, stehst du? Sehr gut. Okay. Weiter vorne wäre halt auch nicht so super. Ja, deswegen, das Piepen irritiert mich dann doch. Einfach gucken, nicht von dem Piepen irritieren lassen. Mhm. Guck einfach, und wenn da nichts ist, dann ist da nichts. Okay. Okay, wir fahren rückwärts rechts bitte raus. Ja, manchmal erkennt er so jeden kleinen Grashalm oder so. Und da bist du im Ding, bist du ein cleverer. Wenn du das mit deinen eigenen Augen siehst, dann passt es. Ist es bei dir auch so laut? Mhm.
Ist aber auch nicht an jedem Auto so laut. Das ist mir aufgefallen. Bei mir ist es auch extrem laut. Ich denke jedes Mal, der fällt auseinander. Ja. Und ich habe eines der Fahrzeuge, was noch am wenigsten Kilometer hat. Wie viel hast du? 21 oder so. Was? Ich habe 16. 17 jetzt so heute. Das sagst du hast wenig. Ja, 21 hätte ich mal. Ich mache heute 17 voll. Daran wird es liegen. Genau. Das wird sein. Weiß ich nicht. Oder fahren wir bitte nach links weiter. Ich dachte schon, ich habe mit 21 echt wenig. Aber du hast ja noch weniger. Ja. Sparsam musst du fahren, Frank. Sparsam, Kilometer ist Kilometer. Ja, wer weniger fährt, verbraucht auch weniger. Wirklich? Ja. Wer weniger fährt, der bildet auch weniger aus, ne? Das stimmt allerdings auch. Merkst du das? Zweite Ausfahrt im Kreisverkehr, bitte. Kommt eine tolle Baustelle auf uns zu, ne? Ab November. Ich hab's noch nicht gelesen. Na, das war ja klar, die wollen das ja komplett umbauen. Also ich wusste ja, dass die das umbauen wollen irgendwann mal. Was? Fass mal so kurz zusammen. Na, die soll erneuert werden hier bei uns, die Autobahn, und umgebaut werden irgendwie. Ach, schon wieder? Und 2 Jahre lang soll die ganze Geschichte gehen. Ach, sehr schön. Ab November diesen Jahres soll es beginnen. Ja, perfekt. Fahren wir bitte Richtung Autobahn. Richtung was? Autobahn. Nee, der Text war mir zu lang. Den könnte ich jetzt noch nicht lesen. Oh, das wäre nach rechts gewesen. Nee, Quatsch. Was bedeutet denn das Verkehrszeichen, was da stand? Ist schon richtig. Klappfahrtstraße. Ja. Wo war ich denn? Nein, machen wir wieder aus. Aus. Achso, da die Ausfahrt. Ja. Hier diese A4 und diese Brücke mit dem. Das ist Autobahn. Okay. Und wir fahren dann auf die Autobahn Richtung Frankfurt auf, bitte. Richtung Frankfurt. Zu spät, ne? Aber sperren die dann da auch Auf- und Abfahrten? Das konnte ich tatsächlich nicht rauslesen, nur dass es einspurig ist. Und dass die Bauarbeiten wohl beidseitig stattfinden sollen. Ach geil, cool. Ich weiß nicht, ob sie dann unten gleich noch das alles mit erneuern. Ich weiß noch nicht, ob ich noch vor ihm bin. Ja, klar. Der war doch noch ganz weit weg. Ja, ich hab mal. Du darfst doch hier auch schnell fahren. Da. In der Heckscheibe. Siehst du auch das rote Leuchten da an der Heckscheibe? Das ist gut.
aus gerade von mir. Polizei, bitte folgen. Gera Langenberg fahren wir dann wieder ab. Hm? Gera Langenberg fahren wir wieder so? Ja. Ach, super. Nicht? Hallo, ich wollte einen Bonbon. Das ist ein Bonbon. Zuckerfreies Halsbonbon. Aber die sind süß. Süß bin ich auch, aber ich wollte jetzt was Süßes aus der Tüte. Naja. Probier mal, ich finde die lecker. Okay, ich probiere es mal, weil du es bist. Nächste dann bitte nach rechts. So eins? Nee, ich brauche keins. Und am Ende der Straße wollen wir dann links weiterfahren. Ich bin süßigkeitentechnisch tatsächlich sehr schlecht aufgestellt. Würde mir nicht passieren. Ich habe Ü-Eier im Handschuh. Ich habe Nüsse, Kaubonbons. Ü-Eier im Handschuh. Links weiter. Ja, an der Kreuzung nach links. Hier waren wir schon mal, oder? Ja. Okay. So, trotzdem nochmal langfahren. Oh, ich dachte, ich hätte alles beachtet. Geradeaus weiter. Hast du auch durchgezogene Linien beachtet? Das habe ich nicht beachtet, glaube ich. Komm mal, gleich klar. Irgendwas war da. Ja, okay. Wir schauen es uns dann nochmal an. Also ich kannte sie auf jeden Fall. Okay. Und dann biegen wir bitte links ab. Franzi, so, das können wir gleich, das klären wir später. Oh hat's da immer nicht so. Mach ich schon an den Blinker. Wolltest du doch gerade. Dann mach das ruhig. Wo ist mein Auto? Ist das nicht, als wir losgefahren sind, weggefahren? Ja, das müsste schon lange wieder hier sein. Wie fandst du dich? Ja, also
so vom Fahren her okay, aber ich habe ein paar Sachen nicht beachtet, und zwar die Ampel. Das war natürlich das Schlimmste, würde ich jetzt mal sagen, von allem. Dann, worauf ihr mich hingewiesen habt, die Linien. Das habe ich aber ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Das ist schade. Aber ich zeig's das dir. Das habe ich, ja genau, das wäre gut. Okay. Alter. Ja. Der erste Fehler war schon mal hier vorne. Als wir gesagt haben, wir folgen der Vorfahrtsstraße, unabhängig davon, dass du nicht wusstest, dass wir links weiterfahren wollen, hättest du auch beim Geradeausfahren nicht anhalten müssen, um nach rechts zu gucken. Wir waren auf der Vorfahrtsstraße. Ja. Das ist rumgenommen gewesen. Wir geradeausfahren oder links, du bist auf der Vorfahrtsstraße. Ja. Einmal folgst du ja, einmal verlässt du sie. Das heißt, der Rechte muss so oder so warten. Da musst du dort nicht stehen bleiben. Ja. Und gucken kann für dich auch insofern gefährlich werden, dass das keiner versteht, warum du wartest. Ja, ja. Na, und kracht dir voll hinten drauf, beziehungsweise hast du dann auch sehr spät geblinkt. Das heißt, es hätte auch passieren können, dass der geradeaus verkehrt, dachte, du fährst geradeaus und ihr werdet euch dann spätestens in der Kurve entgegengekommen. Begegnet. Da aufpassen. Das nächste war das Nichtbeachten des roten Lichtsignals. Ja. Als du da einfach links weiterfahren wolltest. Ja. Obwohl du definitiv noch rot hattest. Wäre also auch nicht so günstig gewesen für dich. Mhm. Das Umkehren war vollkommen in Ordnung, das Vorwärts-Links-Einparken auch, dafür, das ist eine sehr enge, schmale Straße, aber das hast du sehr gut gemacht, du bist nirgendwo rangekommen, das war vollkommen okay. Mhm. Das Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung war auch alles in Ordnung, also ne, dafür, dass du es nie gemacht hattest, sehr gut. Geschwindigkeit Autobahn, also was du da gemacht hast, als ich dir sagte, dass wir Langberg runterfahren wollen, kannst du nicht im mittleren Streifen langsamer fahren als die LKWs rechts. Das funktioniert ja nicht. Das habe ich selber gemacht. 120 ausfahren und dich vor denen einordnen, aber nicht im mittleren Streifen, dich immer weiter und immer weiter und immer weiter. Die waren ja dann richtig genötigt, dich rechts zu überholen, was sie eigentlich nicht dürfen. Ja, klar. Alles musste um dich drum herum fahren. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, irgendwie nach rechts zu kommen. Du hättest schneller fahren müssen. Du bist unter 100 gefahren. 120 darfst du. Mhm. Wärst du 120 gefahren, wärst du an allen dreien vorbeigekommen, hättest dich eingeordnet, wäre gut gewesen. Mhm. Aber im mittleren Fahrstreifen, die Geschwindigkeit so weit runter zu reduzieren, ja, das habe ich dann auch danach dass du quasi gemerkt. Das größte Hindernis auf der Autobahn bist, absolutes No-Go. Geht okay. Nicht. Ja. Ne? Kannst du nicht machen. Ja. Und dann natürlich jetzt hier. Als ich zu dir gesagt habe, wir wollen rechts abbiegen und am Ende der Straße links, sind wir in eine Einbahnstraße reingefahren. Wo ordnen wir uns denn ein, wenn wir links abbiegen in eine Einbahnstraße? Mhm. Ja. Du bist aus dem rechten Fahrstreifen nach ich links. Ich wusste, da war irgendwas. Abgebogen. Spätestens da wäre es dann auch beendet gewesen, wenn davor alles gepasst hätte. Auf der Autobahn würde ich dich auch rausnehmen, weil das kann man nicht machen. Das ist definitiv eine Gefahr für alle. Mhm. Ansonsten ist das nichts, was du nicht hinbekommst. Da wirklich aufpassen, wo mehrere Ampeln sind, ne? Dass du die Lichtsignale für dich sortierst, wo dein Pfeil ist, da guckst du hin. Ja. Wenn du geradeaus willst, dann guckst du auf die, dass du dich da nicht mitreißen lässt. Aber das ist nichts, was er nicht hinbekommt. Okay. Also, wie ihr gesehen habt, hat es nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe nicht bestanden. Ich weiß auf jeden Fall, was ich besser machen kann für die normale praktische Prüfung. Wenn ihr mehr Videos von der Fischer Academy sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonnieren. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.